Um später den Rock-Olymp besteigen und die Hells Bells erklingen lassen zu können, müssen wir uns sorgfältig vorbereiten. Wir haben uns also mit allem, was nötig ist, eingedeckt und direkt mit der Entwicklung der Höllenaxt angefangen. Die nötigen Mechanikteile wachsen leider nicht auf Bäumen. Also benötigen wir für den Bau unserer E-Gitarre zunächst eine E-Gitarre. Damit uns unterwegs der Sound nicht ausgeht, haben wir uns diesen kleinen Mini-Gitarrenverstärker besorgt. Der Arduino Nano soll zusammen mit einem Codierschalter und einem OLED-Display sowie ein paar adressierbaren LEDs für die nötigen Lichteffekte sorgen. 3D-gedruckte Gitarren sind im Prinzip nicht ganz neu. Unsere Variante hingegen schon. Wir müssen also mal wieder selbst was konstruieren. Damit der LED-Streifen gut zur Geltung kommt, haben wir ihn in Epoxidharz eingegossen. Anschließend konnte die Technik aus der alten Gitarre in ihr neues Zuhause umziehen.